Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mit dem Doc unterwegs und wer aufgepasst hat, der weiß, dass heute Montag ist. Ja, war nicht so schwer, ich gebe es ja zu. Aber am Montag läuft der Mori-Montag und da haben wir schon mal die erste Person gesichtet. So, lass uns mal schocken, Leute. Zack! Na, siehst du wohl, ey, lass das. Können wir noch mal ein bisschen weiter schocken? Schade, ist ausgewichen. So, ich werde auch mal ein paar Punkte geiern. Deswegen schocke ich hier noch mal ein bisschen weiter. Denn ihr kennt es ja, wenn man mit Mori unterwegs ist, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, an die Punkte ranzukommen. So. Da hinten sind scheinbar mehrere Leute. Oh, ja. Links weg. Wartet. Je mehr Leute wir schocken können, desto besser ist es. Wie gesagt, mehr Punkte sind bekanntermaßen mehr Punkte. Und dementsprechend ist immer gut, wenn wir den einen oder anderen. Warte mal, ich gehe nochmal kurz zurück. Das hier. Der David. Ah, ne, das ist sogar der. Ah, na komm. Ah, guck mal da. Danke für den Sandbag. Also für den Quasi-Sandbag. Jetzt müssen wir mal gucken. Scheinen Premates zu sein, oder? Wirkt auf jeden Fall so. Da rennt er außen rum. Ist er schon auf Stufe 3? Ja, ne? Sehr schön. Und das war's, der Herr. Na, siehst du wohl. Gut. Okay. Wir nehmen das hier kurz weg. Ich muss ein bisschen aufpassen. Die Mac hat ja auch eine Taschenlampe. Wir sind jetzt relativ schnell wahrscheinlich unterwegs. Ah, hier kriegt er lang. Wir hängen ihn hier links einfach direkt hin. Und dann gucken wir mal, was Barbecue sagt. Die Leute haben ja auch immer ziemlich schnell Panik, wenn Mori am Start ist, geben die immer nochmal extra Gas. Ah ja, guck mal hier. So, ich gehe trotzdem nochmal dahin. Da ist nämlich auch noch jemand, der am Generator werkelt. So. Das war der David. Und dem folgen wir mal eben. Geht er um? Nee, der rennt einfach durch. Alles klar. Können wir auch nochmal ein bisschen schocken. David. Da kommt er jetzt erstmal nicht rüber, das ist also der Hit. Ah, das schafft er. Oh, da will er gar nicht hin. Naja, gut. Dann freuen wir uns doch mal. Ah, hier kommst du aber auch nicht durch. Ah, alles klar, will er nicht. Dann, wenn er keinen hart im Nehmen hat. Ja, sollten wir ihn haben. Moin. Einmal den Generator zurücksetzen. Fähigkeit ist jetzt auch gleich ready. Und dann ab an den nächsten Haken mit dir. Ne, pass auf, wir packen ihn doch hier hin. Wenn die Mac jetzt schon wieder dran gewesen ist, können wir natürlich auch nochmal direkt Pop Goes the Weasel nutzen. Die Leute arbeiten scheinbar nicht gemeinsam. Ah ja, guck mal. Perfekt. So, dann gehen wir so nah dran, dass wir den da hinten auch noch erwischen. Mit diesem Static Blast. So. Ah ja, guck mal da. Rennt die nächste Person schon. Zack, okay. Einmal. Da war schon einige Generatoren jetzt sogar einigermaßen weit, ne? Gerannt. Mal gucken, ob mir irgendjemand in den Arm rennt, wenn ich hier rumgehe. Oh, da ist der nächste Gen fertig. Moin! Hallo! So, da vorne ist Sexy David King. Aber wir wollen ihn jetzt mal nicht wegtunneln. Wir sind ja nicht böse, ne? Oh, sie rennt weiter. Okay, finde ich gut. Nicht getroffen. Oh, das ist bitter. Schade. Bleiben wir aber am Hintern kleben. Drei Gens sind fertig.
Und wenn sie kein Hard im Nehmen hat, dann war es das. Okay. Da arbeiten irgendwo zwei Leute an einem. Ah, hier vorne sogar direkt. Pass auf, hier schocken wir mal schnell. Damit die da aufhören mit. Da sind auch beide jetzt weggerannt. Den setzen wir zurück. Ey, guck mal, es ist gleich nur noch ein Generator, ne? Wie schnell das einfach geht. Ist heftig, ey. So, dann komm du mal hierher. Die da links habe ich gesehen. Ja, den schocken wir nochmal. Okay, jetzt kommst du aber nicht mehr durch. So. Ich hätte gedacht, der springt hier durchs Fenster jetzt. Macht er aber offensichtlich nicht. Ich glaube, er rennt weiter. Ja. Okay, dann haben wir jetzt hier unser erstes Opfer. Ich muss aber ein bisschen aufpassen, denn hier links der Generator ist auch schon wieder verdammt weit. Eieiei, Alter. Ich weiß gar nicht, was los ist hier. Dass die Survivor in letzter Zeit immer so Gas geben. Mann, Mann, Mann. Wollt ihr etwa nicht ein bisschen Spaß mit eurem Onkel Doktor haben? So, der ist durch. Wir müssen nach da hinten. Geht ja gar nicht anders. Da müssen wir einmal hier schocken. Zack. Dass alle Leute hier den Hit abbekommen haben. Dann setzen wir den zurück. Hallo. Er hat sich gar nicht mehr hochgeheilt, der David. Und damit dann unser zweites Mori am Start. Hier vorne hat irgendjemand gerade geschrien. Ich würde gerne noch die letzte Person erwischen, damit wir unser Barbecue voll haben. Hallo. Ah, Luke ist schon mal hier. Irgendwo jemanden zumindest. Ah ja, da hinten arbeitet jemand. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wer es ist. Ob es die Person ist, die wir haben wollen. Die noch nicht am Haken war für die Points. Ich glaube, wenn ich jetzt schocke, wird es nicht so viel bringen. Weil die Person bestimmt in den Schrank reingegangen ist oder so. Wir können es dann nochmal probieren. Mit dem Static Glass. Einmal gucken. Ist nicht. Okay, ist noch links weggerannt. Hallo! So, dich hatten wir noch nicht, Katie, oder? Sehe ich das richtig? Warte mal, bist du eine Katie? Nee. Ist das eine Fang? Oh Gott! Die Schars sehen doch alle gleich aus inzwischen. So, sie kommt rüber, kommt aber nicht mehr zurück. Und liegt damit dann auf dem Boden. Das heißt, die Mac ist noch auf freiem Fuß, Leute. Du kommst hier an den Haken. Es könnte gut sein, dass die Mac jetzt auch den Generator fertig macht. Ah, wir sehen sie zumindest nicht. Ist der noch zurückgesetzt? Der hört sich irgendwie so an, als ob der gar nicht mehr... Ja, nice, okay. Mist, hätte ich sie sehen können? Habe ich nicht aufgepasst? Komm, wir schocken mal... Ach nee, kann ich noch nicht. Ich wollte gerade sagen, wir schocken noch mal eine Runde. So, hier ist der eine Rip. Ja, dann schlage ich hier noch mal gegen, Leute. Was bleibt mir anderes übrig? Pop Goes the Weasel muss ja auch an den Mann gebracht werden. Oder halt eben an den Generator. So. Hello. Komm, wir schocken mal. Nichts. Du willst aber nicht die Luke campen, oder? Hier war noch niemand. Du willst die Luke campen! Du kleines, feiges Etwas. Okay, hier, die Luke. Die Luke wolltest du gerne campen. Oh, ja. Das ist aber ärgerlich, Mac. Dann guck dir die Luke nochmal ein bisschen aus der Nähe an. So ein kleiner Feigling. Klett. Ja, irgendwann weißt auch du, wie man Schnürsenkel bindet. Und dann bist du ein großes Mädchen. Oha, ey. Ein Generator war nur noch zu machen. Wir haben sie trotzdem noch alle erwischt. Wir haben drei Moris gesehen. Immerhin. Ja, nochmal ein würdiger Mori-Montag. Letzte Woche war es ja ein bisschen schwieriger. Ich glaube, da haben wir nur zwei Leute erwischt. War das nicht so? Zwei sind entkommen. Aber auch jetzt muss ich sagen, Alter, die Gens...
ging ziemlich schnell. Haben wir schon ein bisschen Schwein gehabt. Ich habe natürlich am Anfang jetzt auch mir vielleicht ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Hab immer so ein bisschen, ja, hier, dann machen wir hier nochmal eine Pirouette und ach, lassen wir den nochmal laufen und holen uns erstmal den. Ich hätte einfach fokussen sollen, zack, den einen Typen mir direkt schnappen müssen. Und dann wäre das alles wahrscheinlich nochmal in eine andere Bahn gegangen. Aber man rechnet ja erstmal immer so damit, so, ja, lassen wir die Survivor erstmal ein bisschen machen, weil man will ja auch Points machen, ne? Das ist ja auch noch immer so eine Sache. Also, schillernd, Gold, zweimal Silber nehmen wir mit. Der gute alte Doktor. Das hier, ich weiß gar nicht, warum ich hier immer bleibe. Eigentlich, yay, immerhin, Stufe 30. Eigentlich brauchen wir uns das hier gar nicht anschauen. Ist eigentlich meistens uninteressant, ne? Die Lobby hat immerhin funktioniert. Die waren immer so plus minus ein Level. Also wenn ich Killer spiele, dann funktionieren die Lobbys immerhin etwas. Ach guck mal, der eine hat einen Insta-Heal dabei gehabt. Habe ich das gemerkt? Glaube nicht, oder? Kann mich gerade auf jeden Fall nicht dran erinnern, dass er irgendwie in der Jagd oder so das benutzt hätte. Dreimal den Strike am Start gehabt. Und ja, die Setups könnt ihr euch ja hier nochmal anschauen. Leute, wenn es euch gefallen hat, ja, ihr wisst, was zu tun ist. Vielen Dank an die Kanalmitglieder für die Unterstützung und natürlich auch fürs Abstimmen. Danke auch nochmal an Tossi hier. Und ja, wenn ihr auch Kanalmitglied werden wollt, hier habt ihr einen Link. Die nächste Abstimmung zu Mori Montag wird es auch soon TM geben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Haut rein!